Uns Österreichern geht's gut, weil wir unseren eigenen Weg gehen. Wenn's ein bisschen schwierig wird, sagen wir, das geht schon irgendwie. Mit Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, gehen wir durch dick und dünn. Und wenn wir einmal gar nichts tun wollen, dann gehen wir auf ein Bier. Und zwar auf das Beste. Gut, besser, besser. Österreichs bestes Bier. Angenehm warm, mit viel Badespaß in der Aqualux-Therme Fonsdorf. Es gibt Rutschen, das Wasser ist warm, draußen ist es auch verschärend groß. Auf drei Ebenen mit insgesamt 900 Quadratmeter Wasserfläche bietet die Aqualux-Therme Fonsdorf Erlebniswelten. Für Eltern und Kinder eine Rückzugsoase, für Ruhe- und Wellnessbegeisterte finden Sie in der Aqualux-Therme ebenso. Auch die Gastronomie lässt keine Wünsche offen und sorgt, dass der Thermenaufenthalt zu einem Rundum-Erlebnis wird. Herzlich willkommen in der Therme Aqualux. Bei 36 Grad warmen Wasser planschen macht richtig Spaß. Aqualux Therme Fonsdorf. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Unser Spiel der Runde kommt diesmal aus der letzten Spielklasse, aus der ersten Klasse Murmürz B. Da trifft der Tabellendritte Laming auf den Tabellenzweiten auf Kriegach. Und die Kriegacher, die liegen nur einen Punkt hinter Tabellenführer Mautern und die brauchen natürlich einen Dreier. Und für die Laminger, da geht's um die letzte Chance. Schauen wir uns das an. Vor dem Match schaut es mit dem Wetter gar nicht gut aus. Da gibt es ein Gewitter mit starkem Regen und leichten Hagel. Aber das Match kann von Schiri Markus Schweiger aus Kindberg ohne Verzögerung in Gang gesetzt werden. Bei Laming hat Trainer Johann Sattler das Handtuch geworfen. Für Sattler coacht Patrick Krasberger, der Goalgetter, der momentan verletzt ist. Laming spielt in Grün-Weiß, Kriegach in Blau. Gleich beim ersten Laming-Angriff entwischt nach Steilpass von Brem der schnelle Griesmeier die Kriegach-Abwehr. Aber der Griesi hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Vorbei ist's mit der Chance. Ah, da haben wir schlecht gestoppelt. Wir blenden in die 16. Spielminute. Da kommt nach kurzer Gästeabwehr Max Voller zu Schuss und trifft zum 1:0 für Laming. Ein Auftakt nach Maß für Laming St. Kathrin. Jetzt sind einmal die Kriegacher dran. Leitner trifft in aussichtsreicher Position die Kugel schlecht. Der Schiri ist ein fescher Bursch, pfeift auch ganz gut. Die Hausherren sind erste Hälfte stärker und dem zweiten Treffer sehr nahe. Nach Laming-Abwehrfehler knapp vor der Pause scheitert Rossecker am Laming-Tormann Ebner. Und mit der 1:0-Führung für Laming geht's in die Halbzeit. Ein Provinzverein schreibt Fußballgeschichte. Wen suche ich doch? Grödig. Warum? Grödig hat es gestern geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Weißt du, wie viele Einwohner das Grödig überhaupt hat? 7.000, irgendwas über 7.000. Ja. Wer ist Trainer bei Grödig? Trainer ist der Adi Hütter, das ist ein Altbekannter, der hat bei Kapfenberg, bei Salzburg und was haben wir noch gehabt? GRK gespielt und aber außerdem glaube ich 14 Mal oder was im Nationalteam. Weißt du, wer Co-Trainer ist? Ja, Co-Trainer ist der Edi Glieder. Nach dem Edi Glieder ist auch das Fußballstadion in St. Margarethen benannt worden. Und der Edi Glieder hat sogar in Deutschland in der Bundesliga bei Schalke gespielt. Ja, du hast mir einiges erzählt und hast die zwei Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf gewonnen. Gratulation! Herzlichen Dank! Auf in die zweite Spielhälfte.
Lahmen kommt da gut aus der Kabine, versucht's gleich mit gutem Angriff, aber der scharfe Flankenball findet keinen Abnehmer. Auf der Gegenseite scheitert abermals Rossecker am starken Lahmen-Torhüter. Das Match hat nun so richtig Fahrt aufgenommen. Hillebrand spielt da gut mit dem Kriegach-Tor. Lahmen gelingt durch einen abgefälschten Bichlerschuss das wichtige 2:0. Für Lahmen schaut's nun so richtig gut aus. Darauffolgend gibt's nach Foul an Kuchler Elfmeter für Lahmen. Max Sattler vergibt den Strafstoß. Im Anschluss gibt's durch guten Knabelweitschuss mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 wieder Hoffnung für die jungen Kriegacher. Geht da noch was? Kriegach vom Anschlusstor beflügelt kommt zu guten Sitzern. Da scheitert Knabel am stärksten Laminger an Emanuel Ebner. Das Match geht nun hin und her. Kriegach vergibt da wieder die Ausgleichschance. Auf der anderen Seite lässt Patrick Bichler einen Sitzer aus. Das Match auf tiefem Boden war umkämpft bis zum Schluss. Treffer gibt's keinen mehr. Lahmen schlägt im Spitzenspiel der ersten Klasse Murmürz B. Kriegach mit 2:1. Die Stimmen zum Spiel. Was sagt der Bichler Patrick zu diesem 2:1-Sieg gegen Kriegach 2? Ja, es war unglaublich. Also mit einer Ölfer hätten wir eigentlich schon alles entscheiden können, aber es ist noch einmal spannend geworden. Aber schlussendlich haben wir dann verdient gewonnen, hätte ich gesagt. Und eine kleine Aufstiegschance ist ja noch da. Jetzt hat man den Tabellenzweiten geschlagen und jetzt wartet man natürlich auf einen Umfaller von Mautern. Ja, natürlich. Also wir versuchen jetzt, dass wir jetzt spielen und gewinnen natürlich und hoffen halt, dass auch Mautern noch einen Umfaller hat und dann könnte es noch möglich sein. Bei euch hat ja diese Woche der Trainer Sattler aufgehört. Warum? Ja, es hat schon länger Unstimmigkeiten gegeben zwischen Spieler und Trainer und er hat einfach nachher gesagt, dass einfach ihm vielleicht ein bisschen die Motivation fehlt und deswegen hat er nachher da vielleicht aufgehört. Du bist ja ein talentierter Spieler und ein junger Spieler. Wie schauen deine Ziele aus? Willst du mal höher spielen ein bisschen? Ja, natürlich will man höher spielen. Jetzt einmal schaue ich, dass ich da einmal mein Bestes gebe und vielleicht ja, kommt man mal irgendwo auf. Was sagt der Kriegach-Trainer zu diesem 1:2 da in der Lahming? Ja, ich muss sagen, ich war erste Halbzeit von meiner Mannschaft ziemlich enttäuscht, weil wir eben das nicht umgesetzt haben, was wir sonst immer gemacht haben, die läuferische und die im Kampf und im Ball in unsere Reihen halten und Fußball spielen, das was wir leider nicht getan haben. Wir haben da geschlafen, wir sind nicht in die Zweikämpfe reingegangen und haben eigentlich auch nur mit Heuchelballen probiert in der ersten Halbzeit zu spielen. Aber zweite Halbzeit ist man dann munter geworden, aber mehr wie das Anschlusstor war da nicht drinnen. Aber Chancen waren etliche da. Und der gegnerische Tormann, der Lahminger, hat ganz gut gehalten. Ja, ich muss sagen, zweite Halbzeit haben wir Moral bewiesen. Da haben wir eigentlich, das Glück war auch, dass der Matthias den Elfer gehalten hat. Dann sind wir auf einmal munter geworden und dann haben wir eigentlich auf ein Tor hingespielt. Da waren wir dreimal lang vor dem Tormann, so wie sie gesagt haben. Der Tormann hat schön gehalten. Ja, hat nicht sein wollen, aber... Wir werden trotzdem weiterkämpfen, es ist noch nicht vorbei und es geht noch 6 Runden lang und wir werden trotzdem versuchen, die restlichen Spiele zu gewinnen. Unser nächstes Schlagerspiel kommt aus der Gebietsliga Murz. Das Derby Mariazell gegen Gusswerk.